Matschka reitet zurück ins Dorf. Pardon! Pardon, Monsieur, aber diese Kutsche ist leider schon besetzt. Oh. Ah, Sie wollen streiten mit Herrenrot heute. Noch gar kein Problem. Oh, Moment, ich muss Ihnen nur der Fairness halber darauf hinweisen, dass ich eine äußerst gefährliche Waffe mit mir führe. Und mit dieser Waffe haue ich Ihnen gleich auf Ihren Kopf. Moment. Voilà. Ich habe kein Florett, ich trage ein Baguette. 7 Tage alt, Amar 8. Angard. Na gut, dann eben meine Linke. Verschwindet! Oui, oui! Ab mit euch! Und kommt nicht wieder, sonst franchiere ich euch wie eine Totarm, ah! Und vorher stopfe ich euch mit Abfleisch und Aselnüssen. Monsieur, Ihre Kutsche ist plombiert. Um Gottes Willen! Soll ich Sie ablöschen? Ja, bitte! Oh! So! Oh. Oh. Oh, die schöne Zwiebelsuppe. Und Grand Malheur. Oh, ich liebe Zwiebelsuppe. Ach ja, aber wir Franzosen sagen immer, wer Zwiebeln in die Suppe tut, der schießt am nächsten Tag Salut. Was seid ihr denn für ein komischer Vogel? Oh, Monsieur, ich bin doch kein Vogel, ah! Ich bin weit davon entfernt, eine Pigmatz zu sein. Mein Name ist François Horace Lumière, Meisterkoch aus Frankreich. Aha. Und was bedeutet Lumière? Lumière bedeutet Lichter. Bei mir ist alles lecker. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Piet Holbers. Wer wohl besser gekommen wird? Bevor sich diese beleidigten Leberwürste noch anders überlegen. Beleidigte Würste? Ich wusste nicht, dass Würste beleidigt sein können. Ach gut, Alma. Kennen Sie zufällig ein Häuschen, in dem ich könnte eröffnen mein Gourmet-Restaurant? Na klar, kommt mit nach Sandy-Krieg. Dort steht ein altes Lokal leer. Sandy-Krieg? Oh, waren Sie schon mal in einem Sterne-Restaurant? Nee, ich bin öfter im Saloon und hinterher Sternhage voll. Oh, alles Bannhausen hier. Gut, gut. Ja, das Leben ist halt kein Pony-Schlecker, ne? Ja. Auf! Monsieur, Sie haben gehört? Sandy-Krieg? Usch, usch, oh, oh.